Habe ich es, glaube ich, nicht bekommen. Hier, ich hätte es nochmal. Jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Aha, ich kann sie mir jetzt rekrutieren. Okay, folgt Sieht mich, aus, als hättet ihr schon jemanden. Was? Ach so. Verdammt. Sorry, gut. Steck das Messer weg. Dann muss ich meine Hände wieder aufrüsten. Einmal Funke auf der linken. Und auf der rechten. Oh ja, gut. Und hier. Bilanzen fälschen. Verdammt. Egal, gut. Ich bin hier nur für die Getränke verantwortlich. Wenn ihr mehr Essen oder Getränke braucht, sprecht mit Hulda. Kommt drauf an. Was gibt's denn? Seid ihr durstig, hungrig? Beides? Naja. Ach, die verkauft auch was. Kuchen, nein, brauchen wir jetzt nichts. Also so, bitte, nach dieser weiteren Fragen. Kleinen Amüsement. Wir können, so wie es aussieht, nur mal ein Gefährt mitnehmen. Na gut. Dann werden wir erstmal pennen gehen. Und zwar, oh. 2 Stunden reichen aus. Und damit mache ich noch mal eine kurze Aufnahmepause. Und wir sehen uns, ja, wenn die Nacht rum ist. Bis dann. So, und da geht's auch schon wieder weiter mit Skyrim. Wäre ich bestimmt aufgefallen. Oh. Was denn? Wie euch bestimmt aufgefallen ist, ist Vandal wieder in seiner alten Klamotte. Das hat einen Grund. Und zwar möchte ich einen anderen Begleiter haben. Und das wird... Warum ist sie denn? Sie hier. Ihr dürft sie bestimmt noch kennen, mit der haben wir uns geprügelt. Weil ich habe mir gedacht, ich bin Fernkämpfer, er ist ein Fernkämpfer. Das kommt auf Dauer nicht so gut. Nehmen wir lieber sie mit, sie kann den Nahkampf noch gut austeilen. Und davor habe ich bei ihm noch ein bisschen die Kunst des Bogenschießens gelernt. Deswegen habe ich jetzt auch ein Level Up. Wir sind jetzt auf Level 3. Sehen wir das hier? Nein, leider nicht. Und ja. Ich gebe euch Deckung. Ja, nicht mehr lange, denn unsere Wege trennen sich jetzt hier. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Ach, der rennt jetzt eigenständig nach Hause? Okay. Also, Tipp an alle. Die könnt ihr später dann wiederholen, wenn ihr sie braucht. Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer. Was? Nein, lieber nicht. So. Hier. Utgard. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Ja, dann folgt ihr mir doch mal. Na? Vergeuden wir keine Zeit. Finde ich auch. Auf geht es. Nein, oh Gott, das kann ich mir jetzt nicht anhören. Raus hier. Hey, das war jetzt lange Ladezeit. Ihr habt keine Ahnung. Keine Ahnung von unseren Mühen, von unseren Qualen. Was ist denn hier los? Nichts. Und was ist mit meinem Sohn? Was ist mit Thorald? Ist er nichts? Haltet mir keine Vorträge über das Leiden. Euer Sohn hat sich für eine Seite entschieden. Und zwar für die falsche. Nun ist er verschwunden. So läuft es im Krieg. Je eher ihr diesen Verlust akzeptiert, desto besser. Oh je, je. Ich werde seinen Tod niemals akzeptieren. Mein Sohn lebt. Ich spüre es in meinem Herzen. Also sprecht, Kampfgeborene, wo ist er? Wo haltet ihr meinen Thorald fest? Schenkt dir diese alten Schabracke etwa Glauben? Ihn festhaltet. Ach, den habe ich bei mir im Keller. Er ist mein Gefangener. Ah, Sarkasmus. Seht es endlich ein, alte Kuh. Euer dummer Sohn ist tot. Er starb als Turmmantelverräter. Und ihr haltet besser den Mund, sonst blüht euch dasselbe Schicksal. Gott, Vater. Hier gibt es nichts weiter zu sagen. Ja, also jetzt erstmal die Frau in Ruhe. Kann man da irgendwie helfen? Hallo? Ich kann nur noch an meinen Sohn Thorald denken. Sie sagen, er sei umgekommen. Aber ich weiß es besser. Ich weiß, dass mein Sohn lebt. Sicher? Diese Kampfgeborenen. Sie sind mit den Kaiserlichen im Bund. Sie wissen es nur zu gut und lügen mir doch ins Gesicht. Woher wollt ihr denn wissen, dass sie lügen? Es ist unklug, hier darüber zu reden.
Bitte, wenn ihr wirklich helfen wollt, kommt zu mir nach Hause. Dort erzähle ich euch die ganze Geschichte. Oh, auf jeden Fall. Dann folgen wir mal. Ihr seht schlimmer aus, als ich mich fühle. Nein, uns geht's immer noch gut. Die besten Stücke aus frisch erlegtem Wild. So, und hier oben waren wir. Nein, hier waren wir noch gar nicht. Komm, beweg dich mal. Ah, und hier ist er. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Wenn ich eines Tages eine Taverne aufmache, dann brauche ich mehr Erfahrung. Oh, fleißig, fleißig. Wo ist denn die Alte hin? Ach, da hinten. Ich weiß, dass oder? Ja. Was wollt ihr, Spitzohr? Spitzohr? Hallo? Ich habe Wochen gebraucht, um diese Diebeshöhle zu finden. Ich kann jetzt nicht aufgeben, aber ich kann mir das Schwert auch nicht alleine holen. Ihr wollt also eure Frau und eure Tochter für die Beschaffung eines rostigen alten Schwertes hungern lassen? Ich muss einfach nur ein, vielleicht zwei gute Männer anheuern. Ihr würdet auch keinen Hunger leiden müssen. Ganz einfach. Holt euch euer Schwert oder behaltet eure Frau. Wenn ihr einen Fuß vor das Tor setzt, bin ich bei eurer Rückkehr nicht mehr da. Oh je. Da können wir doch sicher aushelfen. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Worüber habt ihr denn gestritten? Das ist jetzt erstmal wichtiger. Saphir gefällt es nicht, dass ich so viel Zeit mit der Suche nach dem alten Schwert meines Vaters verbringe. Oh, Erbstück. Er hat seine gesamte Familie mit dem Gold ernährt, das er mit dieser Waffe gemacht hat. Ich werde nicht zulassen, dass es im Trophäenzimmer irgendeines Diebes verstaubt. Hm, kann ich nachempfinden. Braucht ihr dann Hilfe dabei? Ich habe es bis zu einer Gruppe Banditen in der Nähe verfolgt. Aber ich mache mir nichts vor. Um mir mein Schwert zu holen, bräuchte ich die Hilfe der Wachen von Weißlauf. Oder ich müsste die Gefährten anheuern. Hm, oder mich. Ich weiß zwar nicht, warum ich das sage, aber wenn ihr auf euren Reisen darauf stoßen solltet, wäre ich euch sehr dankbar. Auf jeden Fall. Ihr seid nicht aus Himmelsrand? Nein. Da haben wir wohl etwas gemeinsam, ihr und ich. Ja. Nein, ich bin Rotwardone. Meine Familie stammt aus der kaiserlichen Provinz. Aber ich habe mein Zuhause verlassen, als ich noch ein junger Bursche war. Seither bin ich unterwegs. Einhandwaffe trainieren? Möchte ich mal was. Hier, bitte. Ich kann euch ein paar Dinge beibringen. Ah, da sind wir den Bildschirm. Oh. Ja, ihr seht hier die Kosten und hier wie viel wir haben und er kann uns bis zur Stufe 5 hochbringen. Aber das lassen wir mal eben noch. Saphir, wartet. Ich. Ja, wir müssen jetzt zur alten Frau. Was wollt ihr, hier? Spitzohr? Ich habe kein Geld. Ich möchte nur nach Hause gehen und lesen. Jetzt am besten 5 Septime geben, sonst kriegt ihr eins auf die Nase. Ohoho. Morgen 10 Septime, Babykampf. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Oder es gibt eins auf die Nase vielleicht und die genau Lippe. Das Richtige für euch. Nein, bitte. Ich habe wirklich kein Geld, Breit. Morgen kriegt ihr 10 Septime. Aber bitte nicht schlagen. Hahaha, taff die Kleine. Was gafft ihr denn so? Ich habe ganz sicher keine Angst vor euch. Auch wenn ihr es älter seid. Es macht keinen Spaß, ständig nur herumgeschubst zu werden. Okay, wir können auch sogar mit den Kindern hier reden. Was macht man hier, um Spaß zu haben, so als kleiner Bengel hier? Naja, früher habe ich mich nachts rausgeschlichen und versucht, den großen Ochsen der Graumähn umzuschubsen. Oh Gott. Und früher bin ich mit Mila auf das Dach der Drachenfeste geklettert. Da haben wir nach Vogeleiern gesucht. Na, für Omelette? Aber sowas mache ich nicht mehr. Vater erwischt mich ständig und dann kriege ich immer Ärger. Ui, ui, ui. Das war's schon, okay. Ja, bis dann. Tschüssi. So, war ich hier? Nein. Ich weiß. Ah, hier können wir rein, bestimmt. Haus Graumähne? Ja. Ist ein bisschen doof, eigentlich wollten wir jetzt die Kaiserlichen weitermachen. Ich hoffe, die gehört jetzt nicht zu denen. Willkommen in unserem Zuhause. Oh, doch. Okay. Mutter, was soll das? Wen habt ihr da mitgebracht? Awulstein legt das weg. Er will uns bei der Suche nach Thorald helfen. Wer denn? Wo denn? Woher wissen wir, dass er nicht für die Kampfgeborenen spioniert? Das war dumm. Wir können niemandem vertrauen. Wer weiß, was geschieht, wenn sie mich hier finden. Himmel, was denn? Ich halte das nicht mehr aus. Bitte keine Waffen mehr. Lasst uns einfach reden. Achso, ja. Hier.
Nächsten weiter. Nein, also wir suchen jetzt erstmal die Kampfgeborenen auf. Denn wenn ich schon auf einer Seite stehe, möchte ich das auch vorhin durchziehen. So, hier klauen wir jetzt einfach noch die ganzen Äpfel und alles weg. So, haben wir hier rüber. Unsere Gefährtin kommt bestimmt irgendwie hinterher. So, jetzt schauen wir mal kurz ins Quest-Tagebuch hinein. Verschiedenes Stil, argonisches Bier. Das machen wir mal eben. Es ist nachts und dürfte wenig los sein. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und voll. So. Kommt herein. Oh. Wir haben warmes Essen. Was wollt ihr, Spitzohr? Ich möchte mich hier mal reinschleichen. Ich bin hier nur für die Getränke verantwortlich. Fragt jemand anderen. Das ist gut zu wissen. Dreh ich doch mal um. Ah, jetzt sieht mich hier keiner. Zack, gestohlen. Und jetzt soll ich es einem hier geben. Ist der hier? Na doch, der ist hier. Was macht der denn hier? Siehst du das hier? Wie fühlt ihr ah, euch? Hallo. Ich habe nichts getan. Ihr könntet krank sein. Hier ist das Bier. Ist es denn zu glauben? Argonisches Bier. Mein ergebensten Dank. Hier, nehmt diesen Heiltrank. Ich habe ihn im Tempel ein super Heiltrank gefunden. Perfekt. Ja? Gibt's noch mal was? Mein liebster Saufkopf. Ah, immer noch durstig. Mal ein wenig mit. Jetzt nicht mehr. Dank eurer Hilfe. Doch, das freut mich doch zu hören. Lebt wohl. Auf Wiedersehen. Bei, wir könnten ihm doch eigentlich hier ein gutes Stück geben. Oh, vielen Dank. Mögen die Götter. Jetzt nicht mehr. Dank so, kann man ihm noch eins geben? Nein. Na gut. Und tschüss. So, wir schauen. Uah. Schreck mich doch nicht so. Okay. Dann schauen wir mal, was haben wir sonst noch als verschiedene Sachen. Das hier. Wenn sich mit Danny über die Zerstörung des Gülden. Baumes. Okay. Wo müssen wir denn da hin? Hier hinten hin, okay. Das machen wir doch mal eben. Weil jetzt müssten eh alle zu Hause sein. Und das hier ist dieser Baum. Ich weiß gar nicht, warum sie den zerstören sollten. Ich meine, Kultur, sieht doch recht gut aus. Grünanlage, immer fein. Sollten wir hier rein? Yep. Oh, jetzt sind wir hier im Tempel. Seid ihr verheiratet? So Nein. Seht ihr auch aus. Was? Behandelt eure Frau immer mit dem nötigen Respekt. Ich doch gar nicht. Die gehört doch gar nicht zu mir. Doch, ja. Egal. Die Götter euch segnen. Willkommen, Kind. Ah, so. Hallo. Dem Baum soll hier was zugestoßen sein. Könnt ihr mir da ein bisschen was darüber erzählen? Der Güldengrünbaum, ja. Ist nicht gerade eine Wohltat für die Augen. Stimmt. Das ist für die Pilger ein größeres Problem als für mich. Aber von denen verirren sich eh nicht mehr viele her. Dass es aufhört. Wieso ist der Baum eigentlich so besonders? Östlich von hier befindet sich ein verborgener Hain, der Ahnenschimmer beherbergt. Das ist das älteste Lebewesen in Himmelsrand. Vielleicht sogar in ganz Tamriel. Oho. Unser Baum hier in der Stadt wuchs aus einem Steckling jenes Baumes heran. Man kann in ihm immer noch die Pracht des Mutterbaums fühlen. Selbst sein Name ist ein Echo. Gibt es denn Möglichkeiten, ihn wiederzubeleben? Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Bäume sterben nie wirklich. Sie verfallen nur in einen Schlummer. Oh. Wenn wir etwas von dem Harz des Mutterbaumes hätten, könnten wir dessen ich Kind vielleicht retten. Nicht aus. Aber selbst wenn ihr bis zu Ahnenschimmer vordringen würdet, könntet ihr ihn nicht anzapfen. Nicht mit normalem Metall. Was, warum denn nicht? Und da hinten seht ihr, werden Leute geheilt. Ah. Wo finde ich denn den Baum? Wenn ihr helfen wollt, benötigt ihr zuerst etwas, um ihn anzuritzen. Mhm. Ihr werdet es mit Hexenraben zu tun bekommen. Ich habe von einer Waffe gehört, die dazu diente, Zweiglinge zu opfern. Zweiglinge? Sie heißt Nesselfluch.
Ich habe schreckliche Angst vor den Hexen. Sonst hätte ich selbst danach gesucht. Hexen, oh, mein Erzfeinde. Ich besorge einfach mal diesen Nesselfluch für euch. Das ist kein Problem für mich. Euer Geist ist stark. Kynarets Winde werden euch auf euren Wegen leiten. Ja, ich hoffe doch. Die Waffe befindet sich in einem Hexenrabennest namens Waisenfelsen. Okay. Dann werden wir doch hingehen. Aber zuvor... Ach nee. Das Vieh